Naja, er sieht sie da. Er sieht sie da. So, B. Fragezeichen. Ah. Das fällt ja aber auf ihn. Schießstand. Am Schießstand erregt der Einsatz von Feuerwaffen keine Aufmerksamkeit. Ochse steht gefährlich nah an einer Statue. Welcher Ochse? Ach, wahrscheinlich ein alter Ochse. Also hier jetzt nicht mehr, aber der vorherige wahrscheinlich. So. Wenn ich da reinkäme, käme ich hier oben hoch. Käme ich darüber, käme ich dahin. Und dann wäre ich ja da. Was brächte mir das? Ach, ich käme an dem Samurai vorbei wahrscheinlich. So, das können wir ja mal ausprobieren. So. Er schaut hier rüber. So, und er schaut so. So, ich speichere jetzt einfach mal schnell. Nur fürs Protokoll. Zack, zack. Er läuft darüber. Dann kann ich jetzt da hoch. So. Die bewegen sich aber hier jetzt nicht weg. So. Die sind alle alarmiert, aber sie machen weiterhin, was sie so treiben. Okay, also hier käme ich wieder runter. So. Er läuft rein. Macht irgendwas? Keine Ahnung, wieso sie die das auf einmal gesehen haben. Er läuft wieder irgendwo hin. Wo ist er? Genau. So, kann ich hier sagen und da hoch bitte. Zack. So, dann kann der jetzt hier runter. Und ach so, darüber. Dahin. Darüber. So, das heißt, jetzt ist hier noch mehr Patrouille unterwegs, weil ich nicht aufgepasst habe. Sonst wäre hier nicht Patrouille unterwegs. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ja, das wären mir aber zu viele Feuerwaffen. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, er sieht niemanden. Und die Patrouille. So. Was passiert mit der Statue? Naja, da hinten Wachen und Patrouille. Nee, 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 das war jetzt nicht so clever mit dem. Da ertappt worden zu sein. Aber ein Versuch war es halt wert. Einfach, weil ich wissen wollte, ob das prinzipiell geht. Und ja, es tut's. Ach, die beiden sehen sie. Okay. Die hatte ich einfach nicht auf dem Schirm. Klar, wenn die da hochklettern, dann sehen die die natürlich. Okay. So. Weiß ich aber immer noch nicht, wie ich da jetzt gegen die Jungs vorgehe. Vor allem, wie ich den Rest da durchbringe. Ach ja, das Übliche. Würde ich sagen, einfach das Übliche. Ah, Moment. Da gibt's ja auch eine Wand. Okay, wie weit sieht er? Ne, er sieht komplett bis zur Wand. Den könnte ich ablenken. Dann könnte ich mit den anderen beiden da unten lang kriechen. Den da könnte ich wirklich ablenken. Oder ich könnte hier einfach komplett außen rumlaufen. Das klingt eigentlich fast gut, muss ich sagen. So, die sind gerade weg. So. Also, das war jetzt natürlich dämlich. Das ist mir auch klar, dass das gerade eine ziemlich dämliche Aktion war. Jetzt? Oh Mann! Also manchmal. Manchmal. Ich dachte, ich wäre verkleidet, aber ich war gar nicht verkleidet. Also der Winkel ist gerade echt ein bisschen dämlich. Ich müsste mal gucken, ob ich wieder ein bisschen rauszoomen kann. Oder ob das immer noch rausgezoomt ist. Nein, ich kann auch rauszoomen. Super. Okay, da sind die Patrouillen. Die laufen da weg. Dann kann ich hier weg. Und dann kann ich jetzt hier hochklettern. So. Geh doch mal bitte da lang. So. Dann darfst du dahin. Super. So. Okay. Kann natürlich sein, dass das jetzt wieder die Zeit für Frauenpower ist. So wie in dieser Mission halt üblich. Genau. Konzentrier dich. Also hier. Und hierhin bitte.
Genau. Dann speichere ich hier. Und hier bleibt's spannend jetzt erstmal. Also es geht prinzipiell auf jeden Fall. So. Da ist dann hier natürlich die Frage. Also ihn kann ich im Prinzip ausschalten mit dem Tod von oben. Ich würde natürlich die Leiche dann ganz gerne irgendwo hin platzieren. Irgendwo verbarrikadieren, aber das geht irgendwie nicht. So, ihn kann ich dann auch ausschalten als Tod von oben oder mit Yuki. Wobei ich als Yuki mir noch überlegen müsste, wie ich da weiterkomme. So. Da müsste ich ja an ihm vorbei. Ah je. Das wird auf jeden Fall spannend. So, ich könnte hier hinten. Hier hinten. Die Frage ist aber, wie komme ich da hin? Dann könnte ich da lang, darüber, da hoch, dahin. Yuki? Schau doch mal bitte, wie du da... Ach so. Von hier. Zack, zack. Ich muss diesen Hof schaffen. Also hier hinten lang, das geht auf jeden Fall nicht. So, wir probieren es trotzdem mal aus. Hier kannst du ja hin. Ne? Das sollte ja klappen. So, aber da hinten geht's nicht weiter. Ja, es gibt einen Weg nach oben. Die Frage ist nur, wie komme ich an diesen Samurai vorbei? Das ist die spannende Frage. Weil wenn ich da bin, dann habe ich's ja. Dann muss ich ja bloß noch hier lang, hier rüber, da hoch. Darüber, da hoch. Zack. Da ums Eck. Da darf ich ja nicht rein. Oder darüber? Oh Mann. Okay. Darüber, darüber. Da muss ich da irgendwie vorbeikriechen. Von Pfosten zu Pfosten natürlich. Darf ich hier irgendwie rein? Deswegen ist das mit Aiko eigentlich gar nicht so blöd. Zack, zack. Da hoch, darüber. Hier einmal komplett außen rum, da runter, da unten lang. Da hoch. Da hoch. Da hoch. Uiuiui, also das wird spannend. Wobei die grundlegende Frage halt immer noch nicht beantwortet ist. Wie komme ich da weiter?
Ja, du darfst noch mal zurück. Was siehst du? So, dann kann ich hier speichern.